So, ich habe weiter Bock aufzunehmen. Ganz ehrlich, prüfen wir den Scheiß. Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Vesperia. Außerdem. Oh, es funktioniert. Das war also die Aktivierungsvorrichtung. Also dann auf. Nicht so schnell. Das ist wie in den Ruinen von Shaikors. Wenn der Kern nicht mit AR gefüllt wird, funktioniert er nicht. Ah, ich muss also den Ring des Hexers benutzen. Genau. Okay, alles klar. Yoga Flame. Noch links bewegen. Ah. Cool. Nach rechts bewegen. Machen wir auch nach rechts bewegen. Nach vorne ist, glaube ich, halt das Richtige. Na, dann sind wir hier. Okay. Man will ja alles so austesten, ne? Anhalten. Ach so. Vorwärts. Oh yeah. Muss öfters mal so diesen Dings benutzen. Diesen Ring. So. Komm her. Lass mal TP aufladen hier. Oh, das war super, Leute. Na, aber cool. Ist da was? Nö. Boom. Headshot. Let's get this over with. Komm her. Bam. Bam. Was hat man denn so Schildkröte? Siehst du, wenn du übertreibst, kommt dann hier die Rita. Und die haut dich um. Hier können wir rein. Ich glaube, da können wir vermutlich da oben einen Teleporter rein. Sieht da oben einen Teleporter. Deswegen gehen wir erstmal hier hin. Ja, hier ist auch eine Sackgasse. Ein Gegner, aber vielleicht ist hier eine Truhe oder so irgendwo versteckt. Man weiß ja nie, ne? Außerdem, kämpfen ist toll. Das macht mir voll viel Spaß, ey. Hab so viel Spaß in diesem Projekt. So. Alter, die macht damit einen Schaden. Oh, wir haben wieder eine Schafklinge. Immer gut, sowas zu haben. Können wir rüber? Nee, ne? Weil es gar nichts? Nicht mal eine Truhe oder so? Na toll. Okay. Hier können wir auch nicht durch, ne? Die Treppe da kaputt ist. Jo. Müssen wir wohl doch da rein. Oder hier? Ne. Okay. Oh, hier geht es nach oben und nach unten. Interessant. Ah, das ist eine Truhe. Kann man da was anklicken? Nö. Okay. Limit-Trank? Ah, bestimmt, dass unser Limit aufgefüllt wird, ne? Limit-Trank. Füllt die Überlimit-Anzeige einmalig ganz auf. Kann nur während des Kampfes verwendet werden. Ja, nett. Magisches Auge? Ja, okay. Cool, cool. Gehen wir erstmal nach unten. Ah. Heilen wir uns da? Nö. Das muss auch speichern. War es richtig da unten oder? Na, wir gehen erstmal nach oben. Da unten sieht der Weg so aus, dass es da richtig weitergeht. Und ihr wisst, ich mag es nie, wenn man so sofort weitergeht. Oh, Jackpot. Cocktailkleid. Juri kann das wahrscheinlich nicht tragen. Glaubt nur sie, ne? Ja.
Ein farbenfrohes Kleid. Es ist nix für den Kampf, aber als normale Kleidung sehr schick. Na trotzdem, boah, geile Verteidigung. Was da los? Haben wir hier? Riesengürtel? Sag mal, wird jetzt hier Rita voll ausgerüstet? Wieder was für sie, ne? Ah, sie muss noch die Lederpeitsche mehr lernen, dann. Oh, sehr weniger KP, nur ein Angriff mehr, weniger Magie. Na, nimm mal das und lerne das schnell, aber dann lass den Scheiß da weg. Scheiße, es hat. Oh, ich bin Idiot, ich klick manchmal zu mehr drauf, so. Will nur sehen, ob es eine Rüstung oder sonst was ist. Nee. Sorry, sorry. Hä, was? Warte mal. Achso, nee. Okay. Noch rechts bewegen. Auch nur nach unten. Sagt, wir können da oben noch drauf. Okay, links bewegen. Kommen wir dann da hoch. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ah, das ist ein kleines Risiko. Wenn aber nochmal so ein Speicherpunkt ist, dann. Ey, das sieht so aus, als geht's da richtig lang, ey. Kann man da lang? Doch, doch schon. Nee, gehen wir jetzt nach oben erstmal. Na, wo oben sieht's auch so richtig aus? Sieht überall so richtig aus. Ah, verdammt, ey. Nur nach links. Kommen wir da hoch? Gehen wir erstmal hier rein. Das oben auch so ein Teleporter oder wie? Oh Gott. Heiliger Rabe. Da bekommt ihr wieder was Neues, ne? Eine Sense? Eine Sissel der verlorenen Seelen in den Himmel führt. Die Klinge ist mit drei Abdrücken einer legendären Raben markiert. Eines legendären. Alter! Wie geil! Ah, Orangengummi. Okay. So. Komm her. Bam, bam. Verschläge. Bam, bam, bam. Komm her. We're done. Nee. Auch schon. Ruhe. Apfelgummi. Okay, ich glaube hier, das sieht nicht so aus, als ob es da oben weitergeht. Es geht aber runter. Oh Gott, das ist so verwinkelt hier alles. Oh, 1000 Geld bekommen. Geile Sache, ey. Wir brauchen Geld. Violettes Band. Das glaube ich was für beide, oder? Band? Ja. Aber es tut mir leid. Warte mal. Wie viel ist das besser? Das ist voll schlechter. Nimm du mal. Heb nur die Magieverteidigung, sonst aber auch nichts. Ah, da ist was. Kennwort 2. Hinweis erhalten. Ich hab eine Idee.
diese Kennworte. Bestimmt müssen wir alle sammeln und dann müssen wir da runter. Ist nur so eine kleine Theorie von mir. Dass da irgendwie so ein geheimer Pass ist oder so. List Himmel. Okay. Ach so. Gehen wir mal da weiter. Wir gehen da noch nicht hoch zum Teleporter. Wir gucken jetzt erstmal hier unten um. Ist mal Truhe. Oh. Wow. These buildings are from the late Elikazm civilization. It must be a very old town. You seem to know a lot about these things. As always. It's such a shame they just let this city fall apart like this. Do you really think we're in any position to be sightseeing around this moldy old city? We do have things we need to be doing. Then shouldn't we be focusing on them instead of this little tour? Oh, wow! That round roof is using the Leon method first developed by Emperor Heliorus IV. But I guess we should do something about that first. Yeah. Okay. So. Es scheint also so, als wäre der Blutbund wirklich nicht hier. Diese Leute sind von den Jagdklängen. Dieser Mann, den sahen wir doch in der Festung Daidon. Ja, jetzt wo du es sagst, das war wirklich er. Dieser Typ ist also der Anführer der Gelder. Ja, das ist Clint, der Anführer der Jagdklingen. Das ist dieser Dreckshund. Er will sich ganz allein mit dem Monster anlegen. One Hit. Was? Das kann nicht sein. Er hat es mit einem Schlag erledigt. Das war ein tödlicher Schlag. Ein tödlicher Schlag? Eine verrückte mächtige Technik. Die extrem fähige Schwertkämpfer benutzen können. Hm, und wie geht das? Wie geht das? Woher soll ich das wissen? Tödlicher Schlag, ein starker Angriff, der den Gegner aus dem Gleichgewicht bringt. Gefolgt von einem einzelnen, zeitlich gut angesetzten Schlag, um den Gegner zu erledigen. Hast du das auch in einem Buch gelesen? Ja, das ist... Verstehe. Scheint mir aber einfacher gesagt als getan. Du willst wirklich zurück in die Gilde, oder? Wie kommst du darauf? Was? Carol, hast du vor, wieder in die Gilde zurückzukehren? Nein, ich will nicht zurück. Ich habe die Nase voll von Monsterjagen. Du willst es zurück oder du kannst es zurück. Es klang nämlich so, als hätten sie das gefeuert. Nein, nein, ich hatte schon länger vor, die Gilde zu verlassen. Oh, wirklich? Naja, wie du meinst. Also, dann gehen wir? Nun, ich bin froh, dass du bei uns bleibst, Carol. Also, was glaubt ihr, was die hier mit so einem großen Trupp vorhaben? Hm, wenn es nur um das Monster eben ging, wäre einer allein genug gewesen. Das ist überhaupt das erste Mal, dass ich so viele Genmitglieder an demselben Ort sehe. Wirklich? Ja, viele der Mitglieder sind echte Einzelgänger. Normalerweise sind die nicht in Gruppen unterwegs. Und dass der Chef da ist, ist auch ungewöhnlich. Seltsam oder und seltsamer. Sollen wir ihnen folgen und nachsehen, was sie da so treiben? Nee, klingt so interessant, aber ich möchte lieber weiter. Es ist jetzt auf die Suche nach dem Blutbund, stimmt's, Juri? Ja, ich will nicht mit zwei Gilden herumschlagen müssen. Eine reißt mir vollkommen. How interesting. Estelle looks as interested in cities as always. Estelle, come on, let's stick together. I'm fine. The buildings are run down, it's overgrown.
And this place is seriously built like a maze. With all these obstacles in the way, it's pretty tough to go where you want to go. Huh? Snow! Sorry, I got sidetracked. I thought I just said to stick together. You all need to be more careful. I've never seen anyone get lost so easily. War noch ein Gegner? Nö, nur einer. Schade. So. Überlimit. Ja, natürlich ist er Schlag, aber kannst du ihn auch lässt machen? Auch schon. Ah, jetzt kann hier unser Carol kann auch jetzt den anderen Hammer tragen, ne? Ja. Wo? Wie ist der so stark auf einmal? Hä? Hat es nur einen mehr gebracht? Wow. So viel? Warte mal kurz. Artes. Ne, Fähigkeiten. Stärke plus 2. Boah. Reinhardt. Erhöht die Stärke eines Angriffes, wenn man mit einem Hammer ausgerüstet ist. Okay, ist ja, also. Er wird immer stärker. Hä? Ich glaube, ich werde das ausprobieren. Wovon redest du? Der tödlichste Schlag. Oh! Meinst du wirklich, dass das so einfach ist? Ich werde es nicht wissen, bevor ich es nicht probiert habe. Wie ging es nochmal? Als erstes greifst du den Gegner an und bringst ihn aus dem Gleichgewicht. Alles klar. Yuri? Füge einen Angriff hinzu und bereite dich auf den tödlichen Schlag vor. Kann sie sehen? Was kannst du sehen? Die Öffnung für den Angriff. RT? Oh mein Gott, wie geil! Man braucht schon ein paar Fähigkeiten. Aber so schwer ist das auch nicht. Meinst du, du kriegst das hin, während du mich beobachtest? Kommt, versuchen wir es. Erfahrung, LP und Objekte, Verlustraten steigen, wenn du einen Gegner mit dieser Tüte schlagst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie geil! Wenn wir das aktiviert, jetzt können wir glaube ich zurück, ne? Aber, wir kämpfen! Alter, das Game ist geil! Das ist echt eine geile Sache! Warte mal, haben wir ein neues einsetzen? Na, noch 11 Mal. Was ist es denn, der Gegner? Wo öffnet sich denn das bei ihm? Komm jetzt mal hier hin. Oh, das war glaube ich da gerade eine Öffnung, oder? Oder macht er die Öffnung auch? Also unser Repeat? Eine Mimik? Eine Mimik? Ey, was ist mit dem Game auf einmal los? Eine Mimik ist das. Yeah, I
Ich hab's geschafft! Eine Öffnung! Ja! Wie viel Gold? Ich bin Gott voll. Wow. Oh mein Gott, ist das Game geil. Oh, TP wiederherstellen. Alter. Nochmal 3000 Geld bekommen. Alter. Ich liebe dieses Game. Ich spiele sofort weiter, ey. Ich muss nur kurz noch einen Upload vorbereiten für euch. Pupsis. Auf jeden Fall, Leute. Ich muss was erwähnen. Bei einem Schwulen. Also. So. Okay, nochmal von vorne. Bei einem Stream vom Funkware, da war ja so ein schwuler Kumpel so von ihnen da, ne? Und der hat das am Ende so geil verabschiedet. Das muss ich jetzt einmal sagen. Also haut rein, Leute, und. Fischi Kissi!